Momentan sind die Bedingungen da vielversprechend. Ich stehe über diesen Kratum und merke auf der Karte, ich bin leider falsch. Also die Umgehung des Goldzechkopfs müsste hier beginnen. Ich glaube, ich brich auch. Bei diesem Steinschlag gefährdeten Gebiet wäre ich mir nicht drüber dran. Ja, damit man aus meiner bitteren Erfahrung lernt. Hallo und Grüße aus dem Auto. Ich bin Flutterby und heute geht's auf eine ganz besondere Tour. Ich befinde mich hier im kleinen Fleißtal unterhalb des Gassos Alter Bocher. Und wenn es die Verhältnisse zulassen, dann werden wir halt einige 3000er besteigen. Und da nehme ich euch einfach mit, weil sonst wird man nämlich kalt. Mit dem ersten Tageslicht starten wir jetzt vom Parkplatz los und machen uns mal zunächst auf in Richtung Wirtshaus Alter Bocher. Ja, dieses Video ist was ganz Besonderes, weil ich euch heute mal einfach eine Tour zeige, bei der was aus eigenem Verschulden schiefgegangen ist. Wenn euch die genauen Hintergründe dazu interessieren, dann schaut bitte in die Videobeschreibung, denn dort steht alles drinnen zu meiner Ausrüstungswahl zur tatsächlich ursprünglich geplanten Route. Und damit und nur damit ist nachvollziehbar, warum das schiefgegangen ist. Die Asphaltstraße ist inzwischen aus und wir nähern uns schon langsam sicher dem alten Bocher. Unser erstes Ziel heute wird sein, der Zirmsee, denn ich will auf einem Aufstieg so wenig Gletscherkontakt wie möglich haben. Das hören wir unverwechselbar. Da oben wäre ein Gegenstück zum Hörnl. Hinter mir war zuerst ein gröberes Bachwerk. Das ist aber zum Trainieren für heute. Das werden wir noch öfter sehen. Eine schöne Sonnenblickbank, muss aber sehr bemängeln, Blick auf die Sonne hat man auch nicht. Einen Blick auf den Sonnenblick hat man auch nicht. Da drüben bei diesem Durchlassbauwerk ist erkennbar, dass da offensichtlich ein Fahrweg hinaufführt und der geht bis zum Zirmsee. Ja, da ist der Schneeschlag haben nichts mehr bei solchen Brocken. Alles dann, wir haben den Vorweg erreicht, wie man hinter mir erkennen kann, der als alternativer Aufstieg ein bisschen länger unten beim alten Bocher angeschrieben war. Ja, wir erreichen dann noch eine Straße, meiden sie aber. Ja, und schon ist der Nebel weg, wie ein Gespenst, ist der Spuk schon vorbei. Ja, sind nicht alle arm, die unten geblieben sind und erst um 9 Uhr aufgestanden sind. Jetzt ist es halb 9 und in dieser herrlichen Kulisse
kann man es echt aushalten. Ja, Absteigen zum CMC, 20 Minuten und hoher Sonnenblick 2,5. Wenn man da zum CMC aufsteigt, hat man die schon eigentlich erst zu der ersten sinnvollen Rastmöglichkeit am See selber. Jetzt wird zum ersten Mal so richtig der Damm vom Zierensee zu erahnen. Ja, ich wieder um den Schauweg und quer ihn erneut zum letzten Mal auf unseren Anstieg zum Zierensee. Ja, Zirmsee Nordufer 30 Minuten und Hocharn Gletscher Alpine gefahren. Da vorne ragt er auf der Hocharn. Da drüben steht jetzt Sonnenblick. 2,25 Stunden nach Gletscher Alpine gefahren. Am Zirmsee habe ich mir jetzt einmal eine ausgiebigere Rast gegönnt und mir ein bisschen eingecremt. So, der Charakter des Weges ändert sich da deutlich. Jetzt ist Blockwerk angesagt und auch die Markierungen ändern sich. Ja, für so hochalpines Gelände ist der Weg da erstaunlich schön und gutmütig mit den Blöcken. Da haben sie sich viel Mühe gegeben. Man hat unten an vielen Stellen systematisch die Markierungen übermalt, damit man allzu ambitionierte nur Wandertouristen fernhält. So, da haben wir jetzt das Hörnl von der anderen Seite und auf diesem Rücken da geht es jetzt der Sonne entgegen. Da ist überall zum Teil locker und man braucht schon alle Vorsicht. Ja, wer kann sich dem Zauber solcher Anblicke verschließen? Und trotzdem heißt es ziemlich aufpassen, denn der Weg schaut so aus. In dieses Paradies. Ja, ich bin mit mir heute unzufrieden. Nicht so sehr, weil ich jetzt irgendwie konditionell schwächeln würde, nein, ganz im Gegenteil, das ist gut. Aber was ich heute am Dummrutsch und Stolper ist ja wirklich unglaublich. Und wenn man sich das Gelände da vorne anschaut, insbesondere die Pilatus-Scharte, dann sieht man, naja, also so viel Raum für Stolpern und Ausrutschen ist jetzt bald nicht mehr. Da kommt ein Ambrometer in Sicht. Und Müll. Da hat sich irgendjemand offensichtlich eingecremt. Aha, ist ja genau was drin. Na gut, ja. Hätte ich auch sonst mitgenommen. Ja, hört sich das? Nichts. Das da ist wirklich die Reise in die Stille. Ja, das kleine Fleißkäse hat wie jeder Gletscher in den Alpen
Und dann klingen wir aber bereits sehr geritten. Momentan sind die Bedingungen da vielversprechend. Das ist schön trittfest. Das ist da zum Aufpassen. Das wird da schon auch immer wieder einmal rutschig sein. Inzwischen wird es ernst. Ich habe alles ein Grödel aufgezogen. Das müsste da für das Gelände gerade noch reichen. Wir schauen, dass ich da hinaufkomme. Nicht die Pilatus-Schatte gehen, sondern da geradeaus in diese Einsattlung da. Das lässt sich vermutlich spaltenfrei queren, allerdings ist es mir zu steil. Jetzt irgendwie deswegen doch wieder die Steigeisen an und ausrutschen. Wäre jetzt schlecht und würde da unten in den Felsen enden. Heikel, aber es geht. Da rauf, dann hält man sich am besten in einen Bogen hinüber und da wieder zurück. Und dann kommt da oben die Schatte in Griffweite. Ich muss ziemlich aufpassen und filme nur ganz wenig aus dem einfachen Grund, weil das ist natürlich trotzdem rutschig. Nach einer sehr mühsamen Kräuterei ist jetzt einmal ein sicherer Stand. Und jetzt ist die Frage, wo geht's da hin? Da müssen wir da raufgehen. Ja. Na, schauen wir mal. So, ja, ich stehe vor diesem Kraterum und merke auf der Karte, ich bin leider falsch. Ich hätte doch in Richtung der nächsten Schalte aufsteigen sollen. Dort war es gegangen. Abstieg durch dieses Gelände da. Alles andere wäre da jetzt wirklich mörderisch. Ich weiß nämlich nicht, wie die Route da ausschaut und das traue ich mir so auch nicht zu. So ehrlich muss man sein. Schaut mal, das ist Blutschnee, da sind Algen drinnen. Daher die rote Färbung. Damit man aus meiner bitteren Erfahrung lernt, die ÖK50 würde behaupten, dass da bis zu dieser Scharte eigentlich ein Gletscheraufstieg hinaufgeht. Na, das würde ich wieder nicht sagen und das schaut auch nicht so aus, als ob man da sinnvoll raufkommt. Außerdem die Schutthalde, die lässt auf einige schließen. Aber sicher nicht, dass man da gemächert. Und ich habe halt gedacht, man nimmt diese Scharte da drüben und habe auch dann länger nicht auf die Karten geschaut. Da ist man aber in einem Gelände, das will man einfach nicht. Und damit geht es für mich jetzt zurück. Und wir werden den Goldzechkopf umgehen und schauen, dass wir die Abzweigung von dem Weg zumindest finden. Also die Umgehung des Goldzechkopfs müsste hier beginnen. Das heißt also da bei diesem markanten Felsen rauf. Jetzt schauen wir mal, ob wir das da finden. Seht ihr wieder? Keine Spur von einer Spur. Ich glaube, ich brich auch. Das wird so nichts. Bei diesem Steinschlag gefährdeten Gebiet wäre ich mir nicht drüber dran. Nein, das mache ich. Am Rückweg von der Scharte sind jetzt ganz schwache Markierungen erkennbar. Ja, und warum die so schwach sind, ist auch klar. Man hat natürlich den Weg auflassen, weil das einfach so Steinschlag gefährdet war, dass das nichts bringt. Das ist auch da nicht ganz einfach. Also der Weg ist ja da schon ziemliche Bröselei. Man kann diese mühsame Leitung da auch direkt absteigen. Das funktioniert. Und kommt dann in die Nähe des Ambrometers. Wir sind jetzt wieder auf meinem Anstiegsweg. Und damit in halbwegs sicherem Gelände. Ja, mit so einem Ausblick zum Großglockner, da lasst man gern die gemachten Erfahrungen in Revue passieren. War das jetzt von mir ein Riesenfehler, diese Tour zu planen? Oder war ich für diese Tour nicht gut genug ausgerüstet? Habe ich nicht genug Kondition gehabt? War meine Fähigkeit nicht gut genug? Das sollte man reflektieren, wenn man auf so eine Art und Weise einfährt. Ich glaube definitiv, dass ich was besser machen hätte können, was die Recherche betrifft. Da kommt jetzt natürlich auch noch dazu, dass ich nicht genau genug auf die Karten geschaut habe, weil auf der Karte ist halt bis zu der Scharte wirklich ein Gletscher eingezeichnet. Den gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Und ich habe also nicht einmal mit dem Zustieg probiert. Der Plan B war ebenfalls dadurch gekennzeichnet, dass ich gesagt habe, ja, na, da gibt es einen Weg, man kann den Goldzechkopf umgehen, dann macht man halt nicht. Ich mag doch nicht über den Zirmsee direkt weglos zum Hochhain ansteigen, es ist mir auch nicht lieber. Und somit war die Entscheidung zum Abbruch der Tour, wie ich dann gesehen habe, was da für ein Steinschlag vorherrscht, alternativlos. Also ich werde jetzt absteigen und werde wieder nach Hause zurückkehren und alles ist gut. Man hat darauf geachtet, dass der Weg im Abstieg leichter zu finden ist. Da sind die Markierungen besser zum Sehen. Und da folgt einem ganz logischen Wegverlauf. Bergauf habe ich mir da ein bisschen schwerer dann. Sind wir fast schon wieder beim Zirnsee.
Ja, wenn wir schon mal da sind, dann machen wir doch auch einen Abstecher zum Tiermuseum, oder? Ja, der Abstieg ist zwar unschwierig, das heißt aber nicht, dass man nicht auch noch mal ausrutschen kann. Das sollte nicht so ausschauen. Na, schauen wir mal, was das geworden ist. Auch wenn es nicht die geplante Tour geworden ist, zum Beheulen gibt es nichts, wenn man in den Berg war. Hier da die Fahrstraße herauf, denke ich. Die könnte man mit dem Mountainbike fahren und eine Hike-and-Bike-Tour draus machen. Dann hätte man im Abstieg natürlich zeitmäßig gewisse Vorteile. Der Ballen vom Daumen schmerzt, aber nicht schlimm. Ist ziemlich stark geschwollen, beweglich ist alles. Schmerzt dann nicht mehr, wenn man bewegt oder kaum. Naja. Da hat die Lawine den Wald ganz schön rasiert, bis zum Arsch. Jetzt kann man natürlich sagen, saure Trauben. Aber wäre ja eigentlich eine Schande gewesen, wenn ich diesen schönen Aufstieg bei Sonnenschein versäumt hätte. Ja, ein Bergerlebnis der besonderen Art neigt sich seinem Ende zu. Gelernt habe ich definitiv einiges draus. Wie hat euch das gefallen? Ist das für euch genauso interessant oder ist das langweilig und ihr wollt einfach nur schöne Touren und den durchgezogenen Plan sehen? Ja, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ja, man kann beim alten Bocher auch anders vorbei, wenn man halt über diese Straße absteigen, sondern kann so einen Goldgräber da hinten vorbeigehen. Nur eine kleine Alternative, damit es nicht zu fad wird. So lange ist die Alternative allerdings nicht. Wir kehren dann wieder über diese Brücke drüber und den Rest der Straßen müssen wir doch absteigen. Und einen Blick zurück aufs Hörnl können wir schon noch riskieren, oder? So, ein letztes Mal grüßen die Berge noch, bevor es aufgeht zum Auto. Ja, wenn der Parkplatz so reicht ist, was ist jetzt von mir, von meiner unerwarteten Tour, von meiner lehrreichen Tour und von meiner trotzdem schönen Tour aufs Kleinfleißkies und wieder hinunter zum alten Bocher. Das war es jetzt von mir. Ich bin froh dabei und vielleicht sieht man es ja mal auf einer anderen Tour.